Zum ersten Mal beim Hamburger Hafengeburtstag dabei ist die Santa Maria Manuela. Die Besatzung des portugiesischen Viermast-Gaffelschoners freut sich auf Gäste an Bord. Open Ship heißt nicht nur besichtigen, sondern auch das schöne Wetter und das besondere Flair an der Elbe genießen. Für die russische Mir ist der Besuch des Hamburger Hafengeburtstags ein fester Termin. Das Dreimast-Vollschiff ist ein Publikumsmagnet für die Besucher. Die Atmosphäre hier ist eben toll. Die ist so Weltstadt Hamburg halt. Total die schönen Schiffe. Und meine Kinder sind von den Kreuzfahrtschiffen total begeistert. Also die hinterlassen einen mächtigen Eindruck. Höhepunkt am Sonnabend ist neben Open Ship und den Ausfahrten der Traditionssegler natürlich das Schlepperballett. Vier der bis zu 6000 PS starken Hafenschlepper bewegen sich im Takt bekannter Melodien. Die Zuschauer entlang der Landungsbrücken sind begeistert. Ich habe kein Lieblingsschiff, aber ich finde alle immer wieder toll und bin ganz begeistert. Und gleichzeitig, neben aller Romantik, spüre ich sehr, dass das ja harte Arbeit war. Die Männer, die da zur See gefahren sind, haben wirklich gefährliche Situationen gemeistert. Die Atmosphäre der Seefahrt und der Segeln lässt sich im Traditionsschiffhafen in der Hamburger Hafen City erahnen. Dort machen viele Traditionssegler fest.